Moin Leute, Trimax hier. Heute hatte Supercell ja auf Twitter ein neues Update angekündigt. Ein paar Balance Changes sind am Start, die gehe ich jetzt kurz mit euch durch und erzähle euch meine Meinung dazu. Supercell hatte ja auch die ganzen Veränderungen jeweils begründet. Okay, fangen wir erst mit den Sachen an, die mir gefallen, die ich gut finde, die berechtigt sind. Also, der Schweinereiter bekommt 6% Schaden reduziert. Das ist, finde ich, vollkommen okay. Supercell begründet das, indem die gesagt haben, der Schweinereiter ist die beste offensive Karte. Sie wird zu oft gespielt und sie wollen ein bisschen Abwechslung sehen. Deswegen wird der Schweinereiter schlechter gemacht. Ist vollkommen okay. Ist zwar eine geile Karte, macht auch Spaß, aber der ist in vielen Situationen einfach zu stark. So, kommen wir zum Prinzen. Der Prinz bekommt 9% mehr Damage. Das klingt zuerst jetzt nicht viel, aber ihr müsst natürlich berücksichtigen, der Prinz kann in ein Charge gehen. Also hat dann, ihr kennt ihn ja, wenn er so Speed drauf hat, hat er doppelten Schaden und dann wären aus den 9% ganz schnell mal 18% und dann glaube ich sogar, dass er dann in der Lage ist, Barbaren, also mit einem Charge, mit einem Hit zu töten. Das wäre natürlich richtig stark, das würde den Prinzen auf jeden Fall weiterhelfen. Der Packer bekommt auch 8% mehr Schaden mit der Begründung, dass der Packer dann die Barbaren ebenfalls one-hitten kann, also mit einem Schlag erledigen kann. Also ein sehr starker Buff für diese beiden Karten. Die werden extrem besser gemacht. Und zusätzlich, und das war für mich sehr überraschend, das war die Änderung, die ich gar nicht gut fand, die Skelette werden verändert. Die Skelette werden verändert, alles bleibt wie es ist, aber es werden nicht mehr 4 Skelette spawnen, sondern nur noch 3. Und das finde ich richtig schade. Die Skeletons waren eine meiner Lieblingskarten auf jeden Fall. Ich hatte auch gerade ein Video rausgebracht, keine Ahnung, vor ein paar Tagen, wie man die Skelette richtig einsetzt, wie stark diese Karte überhaupt ist. Also eine der stärksten Karten überhaupt. Für nur ein Elixier hatte die Karte einfach ein riesen Potenzial. Und jetzt werden das nur noch 3 Skelette sein. Und wenn man mal drüber nachdenkt, das wird zusätzlich den Prinzen und den Packer extremst pushen. Das wird nochmal ein zusätzlicher Buff für die Karten sein. Die Skeletons waren immer ein extremster Counter gegen diese Karten. Und jetzt sind es nicht mehr 4, sondern nur noch 3 Skelette. Kommen wir zur nächsten Karte. Der Hexe. Die Hexe bekommt 17% Schaden erhöht. Das ist extremst. In den letzten Änderungen wurde die Hexe ja schon mal besser gemacht. Vom Schaden her. Jetzt wird sie mit der Begründung nochmal besser gemacht, da sie jetzt in der Lage ist, nicht nur mit 4 Hits, sondern mit 3 Hits eine Minion-Horde auszuschalten. Und ihr wisst ja, die Hexe macht Flächenschaden. Ja, und das kann echt hart werden. Ihr seht ja, ihr wisst ja, wie schnell die Hexe angreift. Die hat ja ein unglaublich hohes Attack-Speed. Ihr seht jetzt hier Hit-Speed 0,7. Das ist schon krass. Also die wird eine Minion-Horde richtig rasieren. Ich bin mal gespannt. Die wird auf jeden Fall dann besser werden. Bestimmt öfter gespielt werden. Die nächste Karte ist der Lava-Hund. Der Lava-Hund bekommt 28% mehr Damage. Das ist heftig. Sonst werden irgendwie bei den Veränderungen immer nur so, ja, so 3 bis 8% Schaden vergrößert oder verkleinert. Und das ist jetzt hier 28% mehr Damage. Das ist schon krass. Mit der Begründung, dass die Lava-Pups, die Lava-Welpen heißen die, glaube ich, im Deutschen, extremst viel Schaden dealen, aber der Lava-Hund nicht. Das wurde ein bisschen verändert. Der Lava-Hund hatte mit einem Hit weniger Damage gemacht als ein Skelett. Das ist schon extremst schwach. Hat er sich auf jeden Fall verdient. Ich bin gespannt, was da für Luftdecks dann zustande kommen. Wird auf jeden Fall eine geile Sache werden. Zusätzlich wird der Ofen verändert. Der Ofen wird nicht mehr, ihr seht es hier links unten, Lifetime 40 Sekunden. Das wird auf 50 Sekunden erhöht. Also der Ofen kann jetzt, bleibt 50 Sekunden länger am Start mit der Begründung, dass man dann 2 Ofen auf einmal spielen kann und so kann man krassere Kombinationen raushauen. Ich bin gespannt, ich glaube, der Ofen wird trotzdem noch nicht ankommen. Also so richtig findet der Ofen ja seinen Platz nicht im Spiel. So, jetzt kommen wir zu der Schattenseite. Na gut, die Skeletons haben auch schon zur Schattenseite gehört. Nur noch 3 anstatt 4 Skeletons. Bereits erwähnt. So, und jetzt hier. Koboldfass, Minenwerfer und X-Bogen werden besser gemacht. Finde ich totaler Bullshit. Ich finde diese Spielweise, dass man aus seiner eigenen Hälfte den Gegner angreift, das gefällt mir gar nicht. Und jetzt werden gleich alle 3 Karten auf einmal verbessert. Die Kobolde werden, haben vorher, wenn das Koboldfass landet, haben die Kobolde immer 1,2 Sekunden gebraucht, um dann wirklich anzugreifen. Ihr kennt das ja, die waren wie gestunt, immer 1,2 Sekunden. Die sind jetzt nur noch eine Sekunde dumm am Rumstehen und greifen dann den Turm zum Beispiel an.
Also 0,2 Sekunden reduziert, das ist jetzt nicht so ein Riesenunterschied. Der Minenwerfer hat vorher, ich glaube, 5, genau, Deploy Time. Er hat 5 Sekunden gebraucht, bis er wirklich einsatzbereit war. Entsendungsdauer. Und die wurde jetzt reduziert auf 4 Sekunden. Das gleiche beim X-Bogen, der braucht auch nicht mehr 5 Sekunden Entsendungsdauer, sondern auch nur noch 4. Und zusätzlich kriegt der X-Bogen 18% mehr HP. Das könnte auch ekelhaft werden. Ich bin gespannt. Hoffentlich entstehen nicht wieder X-Bogen und Minenwerfer-Spieler. Vor allen Dingen dann kombiniert mit dem Kobold fast, das gefällt mir gar nicht. Noch eine weitere Sache, die mir nicht gefällt. Die Kanone wird schon wieder schlechter gemacht. Ich glaube, die letzten 5 Balance-Changes wurde die Kanone jedes Mal schlechter gemacht. Insgesamt wurde die Lifetime immer wieder verringert, dann wurde immer wieder die Hitpoints, also das Leben, weniger gemacht, Schaden wurde reduziert. Also jedes Mal, wenn Balance Change rauskommt, wird die Kanone einfach schlechter gemacht. Es ist mein Lieblingsverteidigungsgebäude, wird jetzt nochmal schlechter gemacht. Was genau passiert mit der Kanone? Genau, die Kanone hat zusätzlich nochmal 8% weniger Leben. Okay, was haben wir noch dabei? Ja, jetzt so ein paar Sachen, die, weiß ich nicht, wird glaube ich nicht so viel verändern, genau wie beim Ofen. Der Tesla bekommt 8% mehr HP. Weiß ich nicht, ich benutze den Tesla nicht, ich sehe nie Tesla-Spieler, das wird glaube ich nicht so einen Unterschied machen. Und die Guards sieht man auch nicht oft. Wenn die Guards ihr Schild verlieren, wurden sie ja bis jetzt immer so nach hinten verschoben. Das wurde ganz, ganz weggenommen. Also wenn die Guards jetzt ihr Schild verlieren, bleiben sie genau da, wo sie sind, mit der Begründung, dass die Guards dann etwas mehr Hits rausbekommen, ein paar mehr Hits landen können. Das war schon. Das war schon, also diese Changes hier fand ich jetzt nicht so geil. Dass Minenwerfer und X-Bogen vielleicht wieder zurückkommen. Ganz geil finde ich aber, dass der Prinz und der Packer extremst besser gemacht werden. Vom Damage her gegen die Barbaren. Es gibt weniger Skelette. Das finde ich zwar blöd, aber das macht auch Prinz und den Packer besser. Ich denke mal, man wird dann wieder eine Packer-Double-Prinz-Kombination sehen in Clash Royale. Ist ja in letzter Zeit etwas zurückgegangen. Okay, das war's. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Diese kleine Vorstellung, meine Meinung dazu gegeben. Schreibt in die Kommentare, welche Changes findet ihr gut, welche nicht, was wurde vergessen. Lasst es mich wissen. Alles klar, Leute, das war's. Haut rein.